Spätestens beim Thema Wohnen betrifft Fit for 55 uns alle. Denn ein Großteil unserer Immobilien genügt den modernen energetischen Anforderungen nicht. Über die anstehende Sanierungswelle spreche ich heute mit Carsten Rutz. Er ist Mitglied im Präsidium des Instituts der deutschen Immobilienwirtschaft und Vorstandsvorsitzender der Deutschen Reihenhaus AG. Die baut mehr als 3200 Eigenheime im Jahr. Hallo, Herr Rutz. Ja, vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Anfang 2022 hat die Bundesregierung das Förderprogramm für Effizienzhausstandard 55 der KfW gestoppt. Wie geht's jetzt weiter mit den Förderungen? Das ist schwer zu sagen. Fakt ist, dass vielen Immobilienerwerbern durch die Abschaffung des gängigen Programms eine Finanzierungslücke entstanden ist, weil über Tilgungszuschüsse der KfW Eigenkapitalnachweise geführt wurden. Im Moment deutet einiges darauf hin, dass zukünftige Förderprogramme neben den derzeit bestehenden eher auf den CO2-Fußabdruck des Gebäudes abzielen werden oder auf den CO2-Abdruck pro Quadratmeter Wohnfläche. Da Herr Habeck gerade andere Sorgen hat, müssen unsere Kunden eventuell noch etwas warten, bis es weitergeht. Wir richten derzeit unsere Bemühungen auf KfW 40 aus. Allerdings ist das auch mit entsprechenden Mehrkosten auf der Herstellkostenseite verbunden, was das Gebäude im Endkundenvertrieb wieder teurer macht. Wie viel energieeffizienter kann es denn überhaupt noch werden beim Neubau? Naja, also die Hüllen unserer Gebäude sind unter allen Gesichtspunkten mittlerweile, egal ob Ökologie und oder Ökonomie, bereits das Optimum. Da können Sie nicht mehr viel machen. Also Sie sehen das heute, wenn Sie 2% mehr Dämmung draufpacken, dann müssen Sie schon die nächste Kommastelle einblenden, um zu sehen, was für eine Wirkung das hat. Aber auf der anderen Seite hat es natürlich einen wahnsinnsfinanziellen und ökonomischen Einsatz, um diese 2 Zentimeter mehr Dämmung auf so ein Haus zu packen. Innovation und Verbesserung können eigentlich nur noch im Bereich Technik erreicht werden. Das muss man ganz klar sagen. Vielleicht noch minimal mit neuen Baustoffen oder neuen Methoden, Baustoffe miteinander zu verbinden. Aber auch das wird, da sind wir wieder im Bereich der Hülle, wird jetzt nicht mehr einen Wahnsinns-Impact auf die Gesamtbilanz haben. Bei Passivhäusern ist häufig das größte Problem der Nutzer, der eben nicht die Fenster geschlossen hält, wie er eigentlich müsste. Wenn wir uns die Energieeffizienz nicht nur der Hülle ansehen, sondern den gesamten Prozess, dann ist der Gebäudesektor für 30-40% der Treibhausgasemissionen verantwortlich. Wenn das so weitergeht, schaffen wir die Klimaziele nicht. Wo sehen Sie denn wichtige Hebel? Da sehe ich mehrere Hebel. Also zum einen ist es die Herstellung der Baumaterialien an sich. Da passiert im Moment gerade sehr viel. Zum Beispiel in der Zementindustrie war es nicht notwendig, all die Jahre irgendwas zu tun. Jetzt, wo Holz auf einmal immer mehr zum Thema wird, merken die Menschen, die sich mit Zementherstellung beschäftigen, dass es an der Zeit ist, irgendwie innovativ zu werden. Und da redet man momentan von Recyclingzement bis hin zu Methoden, wo man etwa nur 5% der Energie braucht, die man momentan braucht zum Sintern von Zement. Und auf einmal sind wir bei der Nummer, der Gaul springt so hoch, wie er muss. Also da tut sich gerade einiges. Weiterhin ist es der Betrieb und die Logistik der Baustellen, wenn man davon ausgeht oder darüber redet, was Transportwege, Optimierungen oder Ähnliches anbelangt. Die Herstellung der Gebäude ist natürlich auch ein Punkt, oder die vor Ort zusammenfügen, welche Teile füge ich wo zusammen und wie aufwendig ist dann der Transport, wenn ich sie vorproduziere an einer anderen Stelle, wie an der Baustelle an sich. Außerdem ist natürlich die Gebäudetechnik ein ganz entscheidender Faktor, mit wie ich beheize oder wie ich das Gebäude betreibe. Da kommen wir dann zum nächsten Punkt, der reine Betrieb des Gebäudes. Da hat man weniger Einfluss, da es nutzerabhängig ist. Das geht leider nicht immer über die Vernunft. Da siegt nämlich dann der Komfort in der Regel. Neuerdings, sagen wir mal, wo jetzt die Energiepreise steigen, merkt man da Läuterung auf dem Gebiet. Und es werden durchaus, kann man Online-Kurse schon buchen, wie man seine Heizkosten runterfahren kann. Leider braucht es anscheinend diesen Kostendruck, dass man bereit ist, auf einen Teil des Komforts zu verzichten oder damit ein bisschen mehr Sinn und Verstand an die Sache ranzugehen. Zu guter Letzt bleibt dann noch Abriss- und Recyclingfähigkeit des Gebäudes. Da wird bei den Baustoffherstellern immer mehr der Fokus drauf gelegt, wenn wir über Rückbaumöglichkeiten und Wiederverwendbarkeiten von Baustoffen reden. Da sind momentan auch Innovationstreiber am Werk. Im Fit for 55-Paket gibt die EU ein ziemlich hohes Tempo für die Sanierung von Bestandsbauten vor. Wo kriegen wir denn die Manpower dafür her? Mögliche Ansätze, die momentan gefahren werden aus Gründen des Fachkräftemangels und dieser Situation zu begegnen sind, dass gut ausgebildete oder hoch ausgebildete Fachkräfte
so wie wir den ganzen Tag vor Rechnern sitzen mit großen Bildschirmen und dann Handwerker, die, ich sag mal, gerade aus der Lehre raus sind und Geselle mit Kameras auf den Kopf vor komplexen Heizsituationen sitzen in irgendwelchen Kellern. Die Fachkraft sitzt vorm Rechner, schaut sich das Problem an und entweder über Tablets oder über ein Knöpfchen im Ohr sagt er ihm, schneid den roten Draht durch und nicht den schwarzen. Ja. Somit kann man natürlich diese Fachkraft enorm effizient einsetzen. Das ist ein Weg, den momentan viele gehen. Aber nichtsdestotrotz gibt es Gewerke, wo sie das einfach nicht können. Die Hälfte aller Gebäude wird mit Gas geheizt. Im Jahr 2021 wurden sogar so viele Gasheizungen installiert wie seit 25 Jahren nicht mehr. Jetzt will aber die Bundesregierung die Gasabhängigkeit schnellstmöglich reduzieren. Wegen dem Ukraine-Krieg. Was bedeutet das denn für den Wohnungsmarkt in Deutschland? Ist richtig, wenn man von den Gasheizungen ausgeht, ist es der höchste Anteil ever oder in den letzten 25 Jahren. Allerdings hat es natürlich immer weiter die Ölheizung an Relevanz verloren. Aber die Wärmepumpe ist massiv gestiegen. 2021 hat die Wärmepumpe erstmals den höchsten Marktanteil. Das geht mal auf jeden Fall in die richtige Richtung. Egal jetzt, ob Erdgasknappheit oder nicht. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Rutz. Sehr gerne. Welche Hürden wir beim nachhaltigen Wohnen und Bauen noch nehmen müssen, das haben wir gerade gehört. Und ich bin gespannt auf die nächste Folge Talking Transformation.